Das wäre halt so übertrieben und dann kannst du das Rad runterlassen. Ja, aber das Missverständnis wäre, dass man das so machen muss. Man kann auch einfach den Lenker so normal greifen, wie es halt, wie man ihn greifen würde, und sich dann die Schulter zum Lenker bewegen. Dann sind die Arme auch gebeugt und werden dann länger. Nochmal, es ist so, das Missverständnis, Schultern rausdrehen und Arme beugen wird verwechselt oder vermengt. Hi liebe Leute, ich bin's mal wieder und ich habe eine Fahrtechnik-Serie für euch, die Zerstörung der Fahrtechnik-Mythen. Und ihr wisst, wenn ihr dem Kanal länger folgt, es gab auch schon den Mythenmörder. Daraus gibt ihr immer neue Erkenntnisse und heute, gut aufgenommen, möchte ich mit euch die 10 immer noch sehr verbreitetsten Mythen angehen. Ja, und dann würde ich sagen, können wir richtig was zerstören, wie man das auf YouTube heutzutage sagt. Und ich freue mich, euch mitzunehmen. Unterstützt wird die Serie von F100. Das kennt ihr schon, weil ich schon ein paar Sachen verlost habe. Das sind Pflegeprodukte fürs Fahrrad. Und ja, mein Favorite ist halt die Bio-Linie. Das hatte ich auch schon mal in einem anderen Video. Ja, und die unterstützen die Serie. Ebenso wie der Sauerland-Tourismus, mit dem ich auch schon viel gefilmt habe. Und ja, ich wohne halt im Hochsauerland und bin da sehr überzeugt von, dass es eine super geile Gegend ist zum Biken. Unten findet ihr zu beiden Partnern alle Links. Und danke auch nochmal an den Bikepark Winterberg für das schicke Commercial-Fahrrad, was ich heute beim Filmen nutzen kann. Ein immer noch sehr diskutierter Mythos, ja, und immer noch sehr verbreitet, ist das Thema Ellenbogen raus. Und ich habe es in anderen Videos auch schon gesagt, weil das Thema schon seit mehreren Jahren in meinen Videos behandelt wird, quasi diesen alten Mythos mal endlich zu den Akten zu legen und das auch wirklich gut zu begründen. Ich habe es jahrelang auch so verbreitet. Ich denke mal so von 2012 bis 2018, 2019. Ja, das heißt, wenn ihr das wegen mir euch angewöhnt habt, sorry dafür. Da kennt ihr den Cowboy, den Gorilla. Wenn ihr Kurse gemacht habt oder halt Videos geguckt habt, dann wisst ihr genau, was damit gemeint ist. Ich werde jetzt die einzelnen Punkte, die dafür sprechen, euch zeigen und dann direkt mit darauf eingehen. Also, der eine Mythos Nummer 1 in der Hinsicht ist, man soll die Ellenbogen rausnehmen, damit man nicht zu weit hinten hängt, mit geraden Armen, soll man die Ellenbogen rausnehmen. Und jetzt möchte ich euch genau sagen, was es damit auf sich hat. Im Grunde ist das natürlich ein legitimer Gedanke, zu sagen, jemand hängt zu weit hinten, man sieht, die Arme sind gestreckt. Das Phänomen gibt es wirklich, gerade bei Anfängern oder Leuten, die sich das angewöhnt haben, so bei Kurven oder wenn es dann anfängt, bergab zu gehen, dass sie sich schon so nach hinten hängen und dann werden die Arme zu gerade, vorne fehlt die Traktion, man hat schon fast so Zug am Lenker und das kann ja auch gefährlich sein, man wird Passagier. Das heißt, die Ellenbogen rauszunehmen, sollte jetzt quasi einen wieder nach vorne holen. Aber da ist das Missverständnis folgendes, und zwar wieder die Schultern mehr zum Lenker zu bringen, aus dieser nach hinten gelehnten Position, dabei beugen sich die Arme. Und die Beugung passiert hier im Ellenbogen. Und die Ellenbogen rauszudrehen, ist eine Bewegung im Schultergelenk. Es hat damit quasi auch gar nichts zu tun. Ich könnte hinten hängen und trotzdem meine Ellenbogen rausnehmen. Dann wäre ich immer noch hinten. Es kommt auf die Beugung der Arme an. Das zweite Argument, was dabei immer angeführt wird, warum das so wichtig wäre, die Ellenbogen rauszunehmen, ist, dass man zum Beispiel sein Rad noch besser unter sich neigen kann. Für Kurven. Aber es geht darum, die Radneigung zu erzeugen. Und ich habe da schon ein Video zu gemacht, die verlinke ich unten auch. Ich bin ja dafür, die Radneigung zu erzeugen, indem man die Körperdrehung einleitet. Das Rad kippt dann mit und wenn man die Arme nochmal hat, dann wird auch der innere Arm länger. Das Rad ist dann mehr geneigt als der Körper, das ist super wichtig für die Traktion. Aber es ist nicht ursächlich, dass ich das mit dem Arm mache. Ich kann auch geradeaus fahren und einfach das Rad so mit den Armen in die Kurve oder in die Seite drücken und ich fahre trotzdem weiter geradeaus. Deswegen ist es nicht notwendig, die Ellenbogen so rauszunehmen, um jetzt hier das Rad zu legen. Erstmal, wenn man das möchte, könnte man das auch so machen.
mit normaler Armhaltung und zweitens würde ich ihr empfehlen, das mehr zum Körper zu machen. Also das Thema jetzt, die Ellenbogen raus in Kurven, ist oft der Gedanke, wenn du jetzt die Kurve fährst, dass man nur die Drehkräfte nur übertragen kann, wenn man den Ellenbogen so mitdreht. Musst du aber nicht, kannst du ja auch machen, wenn du den Lenker normal greifst, ohne dass die Schulter so rausdrehst, weil deine Hauptübertragung geht halt eh über deine Körpermitte, über deine Beine. Genau, und dann hast du die Arme auch frei für alle Kanten und Wurzeln, die noch kommen. Also ganz normal weiter den Arm halten, dann gucken, wo du hin willst und in die Kurve, zack. Ein Argument bei diesem Mythos ist zu sagen, du würdest ja bei einer Liegestütze oder irgendwas, wo du viel Kraft und Stabilität brauchst, würdest du ja nicht die Ellenbogen an den Körper nehmen, sondern eher nach außen nehmen. Jetzt, wenn du vom Bildschirm sitzt, mach direkt mal eine Sache. Wenn du wirklich jetzt hier so einen Luftlenker hast und du nimmst die Ellenbogen mal so richtig raus, so wie das vorgemacht wird, also heißt diese Bewegung im Schultergelenk, dann hast du gar nicht die maximale Stabilität. So würdest du auch keine Liegestütze machen. Das wäre unangenehm. Du würdest die Liegestütze ganz intuitiv normal so machen und hast dann mehr Stabilität. Wenn man jetzt bei Liegestützen oder so tiefer geht, dann würde man intuitiv die Arme beugen und eine stabile Haltung finden. Wenn du jetzt den Gedanken hast, ich drehe die Schulter aber raus, so wie bei hier aus dem Schultergelenk, dann würde das Ganze so aussehen. Oh, Alter, da kriegt man sofort Angst um seine Schulter. Also ganz klar, dass diese rausgedrehte Haltung keine sehr stabile ist. Ein Punkt, der häufig angeführt wird für das Thema Ellenbogen raus, ist, dass man dann den körpereigenen Federweg, also die Beine und Arme, aber in dem Fall jetzt bezogen auf die Arme, dass man das besser nutzen kann. Dass man quasi hier ist und dann das Rad unter ihm arbeitet. Ja, man sollte das nutzen, man sollte das Rad unter sich arbeiten lassen. Aber wie gesagt, das macht man mit einer Beugung der Arme. Und wenn das Rad sich unter einem bewegt und es ist nicht notwendig dafür, das Schultergelenk rauszudrehen. Im Gegenteil, das wird wieder instabiler und es ist auch sehr ineffizient für die Muskulatur. Die Muskulatur in der Schulter ermüdet. Deswegen sieht man das auch bei Profifahrern oder bei guten Fahrern nie. Dieses Fahren sieht man nur bei Fahrtechniktrainern, die das vormachen. Ein Argument, was auch gesagt wird, ja, man soll es ja eigentlich gar nicht so krass rausfahren, aber die Trainer und so machen das halt vor, um es übertrieben vorzumachen, weil die Leute ja sonst wieder hinten hängen würden. Und ich kann sagen, das habe ich auch lange so argumentiert. Ich sehe es heute anders. Ich finde es sehr ungünstig, Leute auf etwas zu prägen, was man im Endeffekt dann gar nicht macht, also die Ellenbogen so rauszudrehen. Jetzt habe ich mir aber das Schema wehgetan. Und man weiß, die Leute können gar nicht so viele Sachen gleichzeitig aufnehmen und haben dieses Bild, weil das Gorilla, der Gorilla oder der Cowboy ist ein super Bild. Das ist auch sehr dominant und es werden dann wahrscheinlich andere Dinge in der Grundposition, die sehr wichtig sind, vernachlässigt, weil die Leute im Kopf haben, ich muss die Ellenbogen rausfahren. Und das ist einfach, wie gesagt, dann gar nicht der große Fokus, den man haben sollte, wenn man stabil auf dem Rad stehen möchte. Bei den ganzen Argumenten für das Thema Ellenbogen raus ist es wirklich so, dass sie aber auf zwei Missverständnissen basieren. Und diese beiden Missverständnisse gucken wir uns jetzt genau an. Das erste Missverständnis ist folgendes, und zwar wird das Thema Ellenbogen raus, wird gleichgesetzt oder verwechselt mit dem Thema Arme beugen. Und auf der Basis dieses Missverständnisses entstehen dann ganz viele Argumente, die dann dafür sprechen sollen, dass man die Ellenbogen rausnimmt. Jemand hängt zu weit hinten, hat die Arme gerade, er soll die Ellenbogen rausnehmen. Nein, er muss einfach die Arme beugen. Man könnte jetzt verschiedene Worte sagen. Man könnte auch sagen, die Schulter wieder mehr nach vorbringen, Schulterachse, wieder mit dem Kinn mehr Richtung Vorbau, wie auch immer. Das kann man ganz verschieden beschreiben. Die Bewegung, dass man die Ellenbogen so wie Flügel ausfährt, das ist hier im Schultergelenk und das ist sorgt für eine starke Ermüdung und bringt auch weniger Stabilität rein. Und deswegen macht das auch niemand, der einfach fährt. Und das ist nur ein Relikt aus dieser Fahrtechnikwissenschaft, die das irgendwann mal erfunden hat. Und wird aber immer wiederholt. Also, es geht darum, dass man die Arme beugen soll, dass man, wenn man jetzt Hindernisse hat oder so, dass man sich kleiner macht, die Schulter mehr zum Lenker geht und normal den Lenker hält. Und da geht es nicht darum, noch aus dem Schultergelenk die Ellenbogen auszufahren, das bringt gar keine Vorteile. Vergleich Arme beugen zu
Schulter rausdrehen und dann Arme beugen. Macht das mal selber und spürt das. Ihr werdet merken, was angenehmer für die Schultern ist und was nicht. Das zweite große Missverständnis für das Thema Ellenbogen raus ist folgendes. Und zwar wird hier komplett in Schwarz und Weiß gedacht. Das heißt, jetzt wird zum Beispiel gesagt, Ellenbogen raus war immer so das Mantra. Jetzt sagt er einmal, nee, mach bitte nicht die Ellenbogen raus, das hat Nachteile. Wird er die Nachteile erzählen. Wenn wir sagen, okay, aber was macht man denn, wenn man die Ellenbogen nicht rausnimmt? Das wäre das andere, wäre ja Ellenbogen anlegen. Also wird quasi direkt ins Gegenteil verkehrt. Und dann wird gesagt, ja, aber das hat ja Nachteile. Und das hat natürlich Nachteile, wenn du die Ellenbogen an den Körper legst, bist du instabiler, hast weniger Bewegungsfreiheit und so weiter und so fort. Deswegen ist es ganz wichtig zu wissen, die Ellenbogen nicht aus der Schulter rauszudrehen, heißt nicht, dass man die Ellenbogen an den Körper legt, sondern dass man den Lenker einfach normal greift und dann so fährt, wie man fährt. Und dann hat man eine natürlich intuitive, richtige Armhaltung. Jetzt einer der weiteren Nachteile, und das kann ich als Fahrtechnik-Trainer total krass bestätigen, und ich kenne auch viele andere, die Bikeschulen leiten und dann immer die neuen Trainer bekommen, die eine Ausbildung gemacht haben und in der Ausbildung extrem auf diese Haltung geprägt wurden. Und da ist es so, dass diese propagierte Haltung, also Ellenbogen weit raus, oft dazu führt, dass wieder zu viel Körpergewicht auf den Lenker kommt. Und da ist ja auch der irgendwie bei manchen der Gedanke, dass man jetzt irgendwie mehr Druck aufs Vorderrad dazu bringen soll. Dazu werde ich ein eigenes Video machen. Ja, und das führt halt dazu, dass das Rad sich nicht mehr so gut unter einem bewegen kann und ja, dass die Körper-Bike-Trennung, dass das Rad manchmal von einem weggeht oder näher zu einem kommt, auch nicht so gut funktioniert. Deswegen bitte stellt euch normal hin, nehmt das Gewicht auf die Füße ausbalanciert und seid nicht in dieser übertriebenen Haltung, die euch wirklich auch in eine sehr ungünstige Haltung bringen kann. Jetzt ganz wichtig, wenn ihr das diskutiert im Fahrtechnikforum auf Facebook oder wo sonst noch, ihr werdet natürlich Fotos von Profifahrern irgendwie immer von Rennen nehmen können. Dann wird der eine sagen, schau mal hier, der hat die Ellenbogen ganz normal ergonomisch. Dann wird sagen, hier auf dem einen Bild hat aber die Ellenbogen doch weiter aus. Und das liegt daran, weil das situativ verschieden ist. Ich kann das zum Beispiel mal zeigen, wenn du dein Rad in eine Welle reinpusht oder über eine Pumptrackwelle oder so. In dem Moment benutzt du ja auch dein Schultergelenk. Das heißt, wenn dann die Arme sich beugen, dann sieht wieder mehr nach Ellenbogen ausfahren aus, weil du hier auch dein Schultergelenk benutzt. Und weil das gewollt ist, dass du da sehr mobil bist und das gut reinpumpen kannst. Genau, und deswegen werdet ihr jetzt immer bei einem Pumptrack-Rennen oder so irgendwelche Aufnahmen finden und könnt sagen, hey, das ist der Beweis, Ellenbogen müssen doch raus. Es ist situativ verschieden, aber als normaler Punkt, wenn du losfährst, greift dein Lenker so wie es ist. Weder anlegen noch ausfahren und dann ist alles richtig. Beim Thema Ellenbogen raus ist ein wichtiger Aspekt das Landen. Also wenn man jetzt einen Impact hat von der Landung, beim Drop oder im Sprung, ist es halt so, dass man den mit den Beinen und den Armen auch abfedert, den körpereigenen Federweg. Ich habe dazu ein Video gemacht, um da nochmal genauer darauf einzugehen, warum es nachteilig ist, das mit dem Cowboy, Ellenbogen raus, abzufedern und warum es besser ist, das mit einer natürlichen Haltung zu machen. Schaut es euch mal an, ein ganz, ganz wichtiges Thema dazu. Ihr habt es gesehen, was ist denn die Lösung für das ganze Thema? Ihr wisst, bei Fahrtechnik-Themen ist es so, es gibt nicht immer die eine Lösung und die eine richtige Technik. Das ist sogar in der Regel, dass es gar nicht so ist, dass es nur dieses eine optimale gibt, sondern mehrere Wege führen nach Rom. Aber in dem Fall ist es wirklich so, wir haben hier einen riesen Fass aufgemacht, weil halt dieser Mythos immer noch so vorherrschend ist, Ellenbogen rausnehmen, was aber Nachteile mit sich bringt für Schultergelenk und für die Position. Und da ist es so, nehmt euch euren Lenker, greift den ganz normal, fahrt dann los und dann habt ihr die richtige Arbeit.
ein jemand, der kleiner ist und einen breiteren Lenker hat. Das ist ein bisschen anders aussieht als jemand, der größer ist und schmaleren Lenker hat. Der mehr Rise hat im Lenker, wo die Geometrie des Fahrrads anders ist. Das sind die ganzen Faktoren, warum es auch individuell so ein bisschen verschieden aussieht. Ich bin früher schmalere Lenker gefahren, dann war meine Position so. Wenn ich jetzt einen breiteren Lenker fahre, ist es schon wieder ein bisschen was anderes. Und gerade wenn man dann die Arme auch beugt und sich kleiner macht, kann man es halt erkennen, dass es ein bisschen verschieden aussieht. Aber es ist ein No-Brainer, man denkt nicht darüber nach. Profis denken nicht darüber nach. Fahrtechniktrainer haben irgendwann mal angefangen, darüber nachzudenken, haben dann diesen Ellenbogen-Mythos draus gemacht. Und wenn Profifahrer darüber nachdenken, dann im Windkanal oder wenn sie einen krassen Trick in der Luft machen und es sieht noch besser aus, wenn der Ellenbogen da rausgedreht ist. Sonst denkt auch kein Profi darüber nach, wie er jetzt die Ellenbogen halten muss. So, also, Riesenfass aufgemacht, dass den Mythos Ellenbogen raus hoffentlich jetzt auch für euch verständlich zerstört. Das dritte Video, was ich dazu mache. Und bitte teilt es, verbreitet es, weil es ist wirklich wichtig, dass das ganze Thema auch mal ankommt und mehr Leute von diesem wirklich teilweise sehr nachteiligen Mythos wegkommen. Ich freue mich auf den nächsten Teil der Serie Fahrtechnik Mythen zerstört. Dann im nächsten Teil den nächsten Mythos zerstört für euch.